Okay, korrekt. Machen wir weiter mit King Katarsis. Der ist erstens aus ha Aachen und zweitens hot wie Megan Fox. Aachen. Yo, ich stell mich mal kurz vor, King Katarsis, Rapper mit Flow. Entkommen aus dem Labor, seine Gene sind perfekt. Die Technik, der Flow startet Rack, der Trank bangt dich wie Megan Fox. Ich hör nix, dreh die Box auf, check das aus, Aachen City. Aus dem Haus, jetzt bist du raus. Aus dem Game, nie mehr Fame, das ist Blame. Spiel deine Games, FIFA, Batman oder Rage. Traut dich ruhig nach Aachen City. Hier ist es echt schön für Hippies. Doch es gibt auch dunkle Ecken, dort musst du dich schnell verstecken. Yo, ich stell mich mal kurz vor, King Katarsis, Rapper mit Flow. Entkommen aus dem Labor, seine Gene sind perfekt. Technik, der Flow startet Rack, der Trank bangt dich wie Megan Fox. Ich hör nix, dreh die Box auf, check das aus Aachen City. Okay, der Mann aus Aachen City, was sagst du? War lustig auf jeden Fall. Der ist wie so ein Dings, wie damals, wenn man Braindead geguckt hat, so ein Splatterfilm. So lustig auf so eine bizarre Art und Weise auf jeden Fall. Verrückt, der ist natürlich kein super Rapper, aber ich finde, der hatte das beste Konzept bis jetzt. Also es kam so ein bisschen, als ob er es ein bisschen verarscht alles, so. Und es klang einfach total geistesgestört. Allein so stumpf die ganze Zeit über dieses Sample zu rappen. Und der hat ja auch teilweise überhaupt nicht gerimt und oder Haus-Maus gerimt. Ja, ganz trocken. Also entweder er ist ein Genie und er hat wirklich extra jetzt so für diesen Contest mitgemacht und hat wirklich nur Unsinn geschrieben, oder der ist halt einfach, dem ist das egal und der schiebt einfach seinen Film. Aber ich glaube echt, dass es Leute geben könnte, denen das auch echt sehr gut gefallen würde, so. Und ich fand, also es war auch echt die Idee an sich, so über den Beat die ganze Zeit zu rappen, das ist geil. So wie man auch Soulja Boy geil findet, so, weißt du? Der Money Boy. Okay, den feiere ich jetzt nicht als Rapper, aber ich meine, ja, so, ich glaube, sehr ähnlich wie bei Soulja Boy, so, weißt du, wo auch jeder sagt, okay, das ist natürlich nicht geil gerappt oder so, das ist eigentlich total trashig, aber witzig halt. Gut, und kriegt Punkte fürs Konzept. Ja, auf jeden Fall. Und auch für den Aachen, dieses Aachen City ist schön für Hippies, also da ist auf jeden Fall was hängen geblieben, so. Der dürfte jetzt aber relativ schwer zu vergleichen sein mit den anderen beiden, die du bisher als Favoriten genannt hast, oder? Ja, nee, natürlich auch, wenn ich jetzt nur danach gehe, so, wo ich sage, ey, MC-technisch, so, wer ist auf einem höheren Level, dann sind natürlich die anderen bessere Rapper, so, weißt du? Mhm. Bessere MCs. Hätte der Potenzial für eine Karriere in der Zukunft, kann man das nach dem einen Track jetzt sagen? Das kann ich dir nicht sagen. Da müsste er ja jedes Mal was total Verrücktes. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob er das 100% ernst meint. Wenn er es 100% ernst meint, dann wäre die Frage. Ich meine, wie gesagt, manche Leute kriegen es auch hin einfach. Markus Alexander oder so, weißt du? Das ist, oder wie heißt er nochmal? Alexander Markus. Alexander Markus, sorry. Manche kriegen das ja hin. Bei manchen ist das ja die ganze Karriere, einfach echt so crazy zu sein und zu sagen, ey, das alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache einfach nur mein Ding und das ist einfach nur total verrückt zu sein. Ich meine, KIZ haben auch sau verrückte Sachen gemacht und die Leute haben das abgefeiert. Und Kars hat auch am Anfang, ich habe den gefeiert, weil der auch nicht gerimt hat so auf den Tracks. Der erste Track, den ich von ihm gefeiert habe, war sogar einer, wo er mich drauf gedisst hat. Aber ich fand das witzig. Okay. Also auf Mac. Noch eine Zwischenfrage. Es gab ja mal eine Hip-Hop-Ikone, die gesagt hat, 90% bei einem Rapper ist die Stimme. Und ich fand bei ihm jetzt auch sehr besonders, dass er seine Stimme immer so verändert hat und auch mit Absicht so ein paar Reime so überzogen betont hat. Kannst du noch was zu der Stimme ein bisschen von dem Kollegen sagen? Von ihm? Ja, weiß ich, ja, die Stimme war schon okay. Ich weiß schon, was du meinst, Alter. Ich meine, Ludacris macht das ja auch so, weißt du, dieses extrem übertreiben so. Was aber jetzt in letzter Zeit eigentlich auch nicht mehr so ungewöhnlich ist. So, ich erinnere mich, dass früher bei den Rappern das relativ verpönt war, so seine Stimme zu verstellen, so. Aber jetzt mittlerweile ist es ja eigentlich gefragt, dass man die auch einsetzt und dass man auch zeigt, dass man singen kann, dass jetzt mittlerweile machen die Leute Autotune drauf. Das wäre ja früher undenkbar gewesen. Aber ja, bei ihm trägt das auch dazu bei, einfach, dass es auch wahnsinnig klingt einfach. Hat mich fast an Trailer Park Pimpulsiv-Ecke irgendwie erinnert. Ja, genau, in diesem kranken Vibe. Ja. Jo.